Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Bundeshaus für die Vorschau auf die neue Ausgabe der Weltwoche. Sie erscheint morgen Donnerstag am 20. Juni 2019. Großes Titelthema: Die Spinnen, die Eidgenossen, SVP wehren im hitzigen Wahljahr. Philipp Guth und Alex Bauer haben sich etwas auf das Abstimmungsverhalten der Schweizerischen Volkspartei konzentriert, am Beispiel der Konzernverantwortungsinitiative, einem Schlüsselgeschäft für die Wirtschaft in der Schweiz. Und hier wird tatsächlich ein sehr widersprüchliches, kakophonisches Bild sichtbar. Und die beiden Kollegen versuchen das zu ergründen mit sehr vielen Hintergrundinformationen und Gesprächen mit Beteiligten. Dann zweites Thema, eigentlich auch ein Titelthema, wenn man so will, die mutterlose Gesellschaft. Daniela Niederberger über vernachlässigte Kinder. Das ist natürlich ein etwas tabubrecherischer Ansatz, denn im Zuge des Frauenstreiks werden natürlich Mütter generell eher als zweitrangige Frauen betrachtet. Man sieht die Erfüllung eher in der totalen Gleichheit mit männlichen Karrieremustern. Daniela Niederberger ist ja bekannt als Autorin, dass sie sich dieser einseitigen Betrachtungsweise nicht anschließt. Ein drittes Highlight in der Zeitung ist die Begegnung von Kulturchef Rico Bandle mit der Schauspielerlegende Robert Hungerbühler, ein Theaterstar, der in allen großen Inszenierungen der letzten Jahre zu sehen war, vor allem auch im Schauspielhaus Zürich, ein Mann, der nicht so viele Interviews gibt, und Rico Bandle hat es fertiggebracht mit diesem legendären super Spitzenschauspieler ein ausführliches Interview zu führen. Ebenso Urs Gehriger, er traf den weltberühmten Guru Sri Sri Shankar und hat sich mit ihm darüber unterhalten bzw. von ihm erklären lassen, was es alles braucht, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Also Sie können sich aus den Abgründen der Politik dann auch in die New Age Schaumbad Wohlfühl-Atmosphäre begeben eines vertieften Guru-Gesprächs in der neuen Weltwoche. Ja, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank auch Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie finden etwas in der Weltwoche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Vorschau auf die neue Zeitung. Vielen Dank, alles Gute und einen schönen Tag.